Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Diese Worte aus Psalm 23,4 sind die heutige Herrnhuter Tageslosung. Und sie passen so gut zu der kleinen Schafherde, die ich hier mitten in Genf um die Ecke von meinem Hotel gefunden habe und die inzwischen wieder weitergezogen ist. Denn der Psalm 23 mit dem Bild von dem guten Hirten erreicht ja auch deswegen bei so vielen Menschen, mich eingeschlossen, Herz und Seele, weil er die dunklen Seiten des Lebens nicht ausklammert. Ja, es gibt sie, die finsteren Täler. Wir kennen sie alle. Krankheit, Tod, Trennung, Traurigkeit, vielleicht Depression, das Zerbrechen von Lebensplänen, Einsamkeit. Hier bei meinem Weltkirchenratstreffen haben Schwestern und Brüder aus anderen Teilen der Welt vorgestern von den Folgen ökologischer Zerstörung berichtet. Von Hunger, von Menschenhandel, von sexualisierter Gewalt, von Bandenkrieg auf der Straße, von rassistischer Diskriminierung und von wirtschaftlicher Ausbeutung. Immer wieder haben wir die Tränen in den Augen gestanden. So viele Menschen konnten und können nur deswegen weitergehen, weil sie diesen Satz im Rücken und vor allem im Herzen haben. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir spüren in diesen Worten, Gott sieht mich, Gott geht mit mir, Gott ist auch in den dunklen Tagen an meiner Seite. Jesus hat die Abgründe der Dunkelheit am Kreuz selbst erfahren. Gott hat ihn aus der Dunkelheit des Todes ins Licht des Lebens auferweckt. Und er lässt auch mich in der Dunkelheit nicht allein, sondern er ist bei mir. Geht in dieser Gewissheit, gesegnet und behütet in diesen Tagen.